fährt unser bester Zeuge. Egon Rotte, Rentner. Er hat da auf der Bank gesessen, in unmittelbarer Nähe des Tatorts. Hat er auch was abbekommen? Nee, Herzanfall, wie es aussieht. Ich habe mich umgesehen. Was den Fluchtweg betrifft, muss die Tat gut geplant gewesen sein. Da hinten führen zwei große Straßen am Park vorbei. Er konnte also schnell weg. Aha. Tag, Frau Weigand. Und? Laut Heiratsurkunde handelt es sich bei dem Toten um Michael Gransko. Heiratsurkunde? Ja. Tja, die beiden kamen frisch vom Standesamt. Na, sie wird sich ihren Hochzeitstag auch anders vorgestellt haben. Hast du sie schon befragt? Nein, der Notarzt sagt, das hat jetzt noch keinen Sinn. Wir haben übrigens nichts weiter bei ihm gefunden. Kein Ausweis, kein Geld, keine Kreditkarten, gar nichts. Hm. Vielleicht ausgeraubt? Wo war denn der Rentner? Er hat hier auf der Bank gesessen. So dicht? Ja. Da wird einer am helllichten Tag in einem Park erschossen. Ein Dutzend Leute schaut zu und keiner hat was gesehen. Na, immerhin wissen wir, dass der Tote ein bekannter Bauunternehmer war. Zwei Schüsse gefallen sind, der Täter maskiert war und einen dunklen Mantel. Schneider hier, wir brauchen die Firmenadresse von Michael Gransko in Dessau. Ja, wir sind in Dessau. Sag mal, würdest du an deinem Hochzeitstag, wenn du nochmal heiraten solltest, ohne Geld aus dem Haus gehen? Nee. Graf Zeppelin, Straße 8. Danke. Mann, hab ich einen Hunger! Ich faste ja seit heute. Du machst was? Fasten, das heißt so viel wie nichts essen. Das ist alles eine Frage der mentalen Einstellung. Es geht vom Kopf aus. Hier, habe ich ein Buch drüber. Und da steht drin, dass dein Kopf dir sagt, dein Bauch hat keinen Hunger. Genauso. Nach der Hochzeit, das ist doch... Der arme Herr Gransko. Tut mir leid, ich bin völlig durcheinander. Ja, ja, wir verstehen. Können Sie, ich bringe Sie zu Herrn Eckert. Das ist unser zweiter Geschäftsführer. Der kann Ihnen über alles Auskunft geben. Mein Gott. Aber ich habe ihn doch heute Morgen noch gesehen. Auf dem Standesamt. Nein, hier. Herr Michael wollte eine intime Trauung. Nur er und seine Braut. Gransko war im Büro an seinem Hochzeitstag? Ja, der kam auch mit 40 Grad Fieber. Wenn es um die Arbeit geht, ist... Nun, war Micha ein Berserker. Lohnt sich denn der ganze Einsatz? Ja, zum Glück hat Michael den osteuropäischen Markt rechtzeitig erschlossen. Die Fertigteile für unsere Häuser, die kommen aus Estland. In Deutschland wird nur noch montiert. So lässt sich die Sache gewinnbringend rechnen. Herr Gransko hatte keine Brieftasche bei sich. Das ist aber komisch. Ich meine, der war ja ständig erwachsen. Da brauchte er seinen Führerschein, Ausweis, Kreditkarten. Ja, und eine Menge Bargeld. Für alle Fälle. Wie für alle Fälle? Ja, wissen Sie, es gibt Bauabschnitte, die können einfach nicht warten. Und für solche unvorhersehbaren Überstunden da. Da hatte er immer viel Geld bei sich und seine Angestellten wussten das. Also wenn Sie glauben, dass einer von unseren Leuten das gemacht haben soll. Bei welcher Bank hat Gransko seine Konten? Frau Weigand, kümmern Sie sich doch um die Konten von Gransko bei der Nova Bank. Micha war sehr beliebt. Er hatte das Talent, Menschen für sich einzunehmen. Nein, nicht doch, Frau Weigand, nicht sperren. Die Karte soll nicht gesperrt werden. Ja. Die Bank soll. Kann ich Ihnen sonst irgendwie behilflich sein? Ja. Wo waren Sie denn heute Mittag zwischen 12 und halb eins? In Leopoldshafen zu einem Auswärtstermin. Und hat Sie da jemand gesehen? Ja, das ist ein Hafen. Ich denke, da habe ich viele Leute gesehen. Hoffentlich wacht er bald wieder auf. Das wäre ihm zu wünschen. Uns aber auch.
schön. So, bitteschön, Herr Kransko, und eine Unterschrift. Hey, hallo! Bist du eilig? Die haben Sie vergessen, Jochen. Ah, danke schön. Tschüss. Tja, sie schläft. Frau Kransko hat vorhin ein Beruhigungsmittel bekommen. Es tut mir leid, mit der Vernehmung wird das heute sicher nichts mehr. Trotzdem schönen Dank. Tag. Tag, ich bin Heiko Remscheid, Andreas Bruder. Schneider, Kripo, Halle, das ist mein Kollege Schmücker. Ja, wir wollten eigentlich Ihre Schwester befragen, ob sie uns irgendwelche Hinweise auf den Täter geben kann. Ein paar Minuten nach der Trauung wird Ihr Mann umgebracht. Jetzt versetzen Sie sich doch mal in Ihre Lage. Konnten Sie denn noch mit ihr reden? Nee, nicht wirklich. Also, die war nur kurz wach. Sie hat allerdings gesagt, dass der Mann Geld von Ihnen wollte. Geld? Ja. Gut, vielen Dank, Herr Remscheid. Das war's erstmal. Wir kommen sicherlich nochmal auf Sie zu. Ja, klar. Danke, Frau Weigand. Jemand ist mit Granskos Kreditkarte einkaufen gewesen. Das ging aber schnell. Ja. Michael Kransko ist ermordet worden. Was? Ich hab's vorhin im Radio gehört. Man hat ihn erschossen. Der hat sich anders verdient. Wo warst du heute Mittag so lange? Auf dem Friedhof, das weißt du doch. Hast du die Hosen geschnitten? Na klar. Genau wie wir es besprochen hatten. Scheiße! Uhr und 3 Minuten. Kein Zweifel, das ist er. Laut Bankbeleg ist Kranzkos Konto genau um die Zeit belastet worden. Bingo. Können wir die Aufzeichnung mitnehmen? Ja, klar. Ich hoffe, Sie kriegen den Kerl. Den kriegen wir. Ich habe den Kaffee mitgebracht. Nee, danke. Kaffee ist Gift. Beim Fasten gibt's nur Wasser und Kräutertee. Oh Gott. Und natürlich ohne Zucker. Das ist er doch. Ja. Burkhard Senft. Einbruch, Diebstahl, Hehlerei, bewaffneter Tankstellenüberfall. Eine ganz schöne Palette. Wohnt in Dessau an der Aue 18. Na los. Du meinst, wir sollten? Du sicher ist sicher. Stehen! Oh, Scheiße!
Hilfe zurück! Schatz, aber wir haben ihn! Danke! Komm. Herr Schmücker? Ja? Ich habe in seinem Mantel diese Kreditkarte gefunden. Ach, nee. Und die Waffe? Bis jetzt nichts. Gut. Sagen Sie mal, Herr Senf, wie kommt denn die Kreditkarte von Michael Gransko in Ihren Mantel? Weiß ich nicht, habe ich nie gesehen. Dümmer geht's wohl nicht. Ein hübsches Warenlager haben Sie hier. Alles meins. Das brauchen Sie auch alles. Diverse Autoradios, Laserdrucker, Kühlboxen und hier eine Kinderskiausrüstung. Und, ist es verboten? Jetzt mal Klartext, Herr Senf, geben Sie mal her. Als Sie heute um 15.03 Uhr mit dieser Kreditkarte im Elektronikmarkt bezahlt haben, wurden Sie von einer Überwachungskamera aufgenommen. Was sagen Sie dazu? Habe ich gefunden. Wo haben Sie die gefunden? Im Wald. Im Wald. Der Besitzer dieser Karte wurde heute Mittag erschossen, Herr Senft. Ich meine, ich habe doch keinen erschossen, ich habe die gefunden. Wo waren Sie heute Mittag zwischen 12 und 12.30 Uhr? Spazieren. Im Wald? Im Wald. Da, wo Sie die Kreditkarte gefunden haben. Genau. Frau Weigand, wenn das war, müssen an diesem Mantel Schmauspuren sein. Ich gebe es gleich ins Labor. Gut. Abführen. Hier bin ich lang. Und plötzlich kommt da aus dem Wald so ein Mann. Und weiter? Bis da rüber zu den Containern. Ja. Und dann? Ist er stehen geblieben, hat sich umgeguckt und was in den Container geschmissen, in den blauen. Dann weiter lassen Sie sich doch nicht alles aus der Nase ziehen. Dann ist er da hinten irgendwie verschwunden und ich habe ein Auto starten hören. Aber das Kennzeichen habe ich mir nicht aufgeschrieben. Und ich bin rüber, um zu checken, was er da reingeworfen hat. Und was war das? Brieftasche. Und Papieren. Und die Kreditkarte. Kein Geld? Ich habe die Brieftasche sofort da wieder reingeschmissen. Sie können gucken, die muss da noch liegen. Ich habe nur die Kreditkarte behalten. Und das Geld natürlich. Das soll man Ihnen glauben? Ja. Dann wollen wir mal. Kommen Sie! Hier ist aber nichts. Und Sie haben sie wirklich dort reingeschmissen? Ja, aber der war heute Mittag noch voll. Wie sah denn dieser Mann aus, der da aus dem Wald kam? Hätte ich von Dana hier nicht so genau erkennen können. Er hatte eine blaue Weste an. So was Wattiertes, Gestepptes. Michael Gransko ist ermordet worden. Und Sie finden seine Brieftasche in einem Müllcontainer, die irgendein Unbekannter in einer blauen Weste reingeworfen hat. So war es. Ey, Leute, ihr müsst mir das glauben. Ich habe echt schon eine Menge Scheiße in meinem Leben gebaut. Ich bin doch kein Mörder. Ins Präsidium. Ich muss jetzt was essen. Ja, komm ich mit. Ich denke, du fastest. Das stört mich nicht im geringsten, wenn du isst. Wenn man richtig fastet, hat man keinen Hunger. So? Lies das Buch. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Gut. Ich mache mit. Also der Täter kam auf Sie zugerannt, sagen Sie. Ja. Er sagte... Geld her! Ich glaube, er hat gesagt, gib das Geld her. Oder nur Geld her. Ich weiß es nicht, es ging so schnell. Und Ihr Mann hat Ihnen das Geld gegeben? Nein. Nein. Micha hat gelacht. Er hat es gar nicht ernst genommen. Und dann sahen wir plötzlich diese Waffe. Und wie der Mann auf uns zielt. Hey. Ich hatte solche Angst. Micha hat sich vor mich gestellt, um mich zu beschützen. Hau ab. Dann hat er den Mann angeschnauzt, der soll verschwinden. Ja. Das passt zu meinem Schwager.
Micha hatte niemals Angst. Aber dann hat der Mann einfach abgedrückt. Micha ist auf ihn zugetaumelt und dann schoss der nochmal. Und dann ist Micha zusammengebrochen. Ich dir vielleicht was bringen, willst du was trinken? Wie ist denn der Täter an die Brieftasche ihres Mannes gekommen? Na, du hast doch gesagt, dass der Mörder Micha die Brieftasche weggenommen hat. Ja, genau. Er hat sich zu ihm runtergebeugt und hat Micha die Brieftasche aus dem Jackett gezogen. Ich glaube, so war's. Können Sie den Angreifer beschreiben? Er hatte diese Mütze über dem Kopf und trug eine Sonnenbrille. Normal groß und eher dick. Und er trug einen Mantel. Mantel? Keine Jacke oder eine blaue Weste? Nein, es war ein dunkler Mantel, das weiß ich genau. Kennen Sie den Mann? Ist das... War er das? Das können Sie uns sagen. Der war doch völlig vermummt. Ich müsste die ganze Anlage stoppen. Wissen Sie, was das bedeutet? Tja, das tut mir nur leid, aber es muss sein. Tun Sie, was Sie tun müssen. Aber ich mache Ihnen da wenig Hoffnung. Da findet man eher eine Nadel im Heuhaufen. Wie wäre es denn, wenn uns Ihre Mitarbeiter ein bisschen zur Hand gehen? Meinetwegen. Umso schneller sind Sie fertig. Die Stimmung des Fastenden bessert sich, das Hungergefühl schwindet. Ja. Wenig bis gar nicht zu essen verbessert die Laune, vertreibt Alltagsängste und führt eventuell sogar zu Zuständen euphorischer Glücksgefühle. Siehst du? Das Resultat kann dann eine Magersucht sein. Das ist keine Gefahr bei uns. Nein. Kollege Schmücke, ich tue, was ich kann, aber sowas dauert eben. Ja, natürlich melde ich mich sofort. Was denn sonst? Was der Senf uns alles erzählt hat, also ich kann das nicht glauben. Aber Mord? Gucken wir doch mal an. Und dick ist er auch nicht. Herr Senf, Sie haben uns gesagt, dass der Mann, der Kranzkos Brieftasche in den Container geworfen hat, eine blaue Steppweste getragen hat. Keinen dunklen Mantel. Nein. Zeugen haben ausgesagt, dass der Mann, der Kranzko erschossen hat, einen dunklen Mantel trug. Sie haben einen dunklen Mantel. Und in diesem Mantel befand sich Kranzkos Kreditkarte. Erklären Sie mir das. Ich meine, das könnt ihr mir nicht anhängen. Ach, Frau Weigand, Sie haben es tatsächlich ausgegraben. Das war nicht lustig, das können Sie mir glauben. Sie können sich nie vorstellen, was das für eine Arbeit ist. Und was ist mit der Waffe? Nichts. Dort haben wir nichts gefunden. Sieht so aus, als ob Senfts Geschichte stimmt. Und ich war mir sicher, der Kerl lügt wie gedruckt. In dem Container ist Frostschutzmittel ausgelaufen, hat alles eingesaut. Die Fahrerlaubnis von Michael Gransko ist gerade noch erkennbar, aber Fingerabdrücke... Das wird schwierig. So. Jetzt gehe ich nach Hause. Duschen und schlafen. In der Reihenfolge. Sagen Sie mal, können Sie das Zeug nicht noch zur Technik bringen? Gehen Sie duschen, ich mache das schon. Danke. Ist doch ein Wunder, dass sie das gefunden hat. Ja. Apropos Wunder, also. Du hattest recht mit dem Fasten. Ich habe... kaum ein Hungergefühl. Man muss eben trinken. Viel trinken. Das ist wichtig.
Also Senft hat gesagt, der Unbekannte kam diesen Waldweg runter, ist rüber zu den Containern, hat die Brieftasche reingeworfen und geht dann weiter in diese Richtung. Ja. Gleich darauf hört Senft ein Auto starten und losfahren. Also kann das Auto nur da gestanden haben. Also wenn das Auto da gestanden hat und die Container sind da, wieso kommt der Unbekannte von da aus dem Wald? Vielleicht war er pinkeln, was weiß ich. Herbert, Rosamunde soll mit ihren Leuten hier mal nach der Waffe suchen. Und was machen wir noch mit Senf? Ja? Ja, danke. Den müssen wir laufen lassen. Sie haben keinerlei Schmauchspuren an seinem Mantel gefunden. Also wenn nicht er, wer dann? Und warum? Auf keinen Fall das Geld ist wegen. Diese Brieftaschensache, das war nur vorgetäuscht. Guten Tag, Frau Udit. Ja, entschuldigen Sie, wir haben nur noch ein paar Fragen. Herr Eckert hat uns gestern gesagt, dass Herr Kranzke und seine Frau eine intime Trauung wollten. Ja, das ist richtig. Sie wollten auf dem Standesamt allein sein. Sie sind Kranzkes Sekretärin gewesen? Ja, und die von Herrn Eckert. Und Sie haben auch die Termine für Herrn Kranzko gemacht? Selbstverständlich. Auch die privaten? Ja, das kam ganz drauf an. Wie war das am Tag der Hochzeit gewesen? Wussten Sie, was Herr Kranzko da geplant hatte? Ja, nach dem Standesamt hatte ich einen Tisch nur für das Brautpaar im Parkrestaurant reserviert. Um 12.30 Uhr. Ja, und am Abend sollte ja die große Party in Herrn Kranzkos Haus stattfinden. Wer könnte außer Ihnen davon gewusst haben, dass Herr Kranzke und seine Frau nach der Trauung ins Parkrestaurant wollten? Das kann ich nicht sagen. Kam denn irgendein anderer an Ihren Terminkalender ran? Natürlich nicht, nur ich. Ja, ich hatte sie schon vermisst. Braucht er noch. Wollten Sie auch was von mir? Ja, wir sind gleich bei Ihnen. Frau Udit, hat sich jemand bei Ihnen nach den Plänen des Brautpaares am Hochzeitstag erkundigt? Ja, es haben viele Leute hier angerufen. Sie wollten wissen, wann sie gratulieren können, wann die Party stattfinden sollte. Außerdem, es hätten alle möglichen Leute gewusst haben können, dass die Kranzkos im Parkrestaurant essen. Hm. Naja, von den Kranzkos selber, zum Beispiel. Tja, möglich. Entschuldigen Sie die Unordnung, aber bis jetzt waren wir hier zu zweit. Von nun an muss ich alles allein stemmen. Junge, der Chef ist tot, aber es muss ja alles weitergehen, nicht? Ist herzlos, ich weiß. Aber einen Ausfall können wir uns nicht leisten. Wir haben schließlich unsere Verträge. Herr Eckert, es könnte sein, dass Herr Kranzko seinen Mörder gekannt hat. Ich denke, es war ein Raubüberfall. Wie kommen Sie denn darauf? Ich habe heute Morgen mit Frau Kranzko telefoniert. Ich wollte ihr mein Beileid aussprechen. Außerdem hinterlässt Michaels Tod natürlich ein Vakuum. Ich musste sie über dringende Entscheidungen informieren. Frau Kranzko hat mir die tragischen Umstände erzählt. Hat der Herr Kranzko Feinde, beruflich oder privat? Ja. So gut habe ich Herrn Kranzko auch nicht gekannt. Das weiß ich einfach nicht. Und im Geschäft? Ja, da war Micha schon knallhart. Da gab es öfter mal Zoff und Rivalitäten, natürlich. Aber deshalb bringt man sich nicht gleich um. Ist irgendetwas anderes vorgefallen in der letzten Zeit? Eine Kleinigkeit, was so scheinbar banal ist. Höchstens. Ach nein, das liegt auch schon eine Weile zurück. Ja, was denn? Micha hat einen Unfall. So vor ungefähr einem Jahr. Ein Unfall? Ja, mit dem Auto. Eine junge Frau wurde schwer verletzt. Eine ziemlich unangenehme Geschichte. Und Kranzko war schuld?
Nein, er wurde in allen Punkten freigesprochen. Aber dieser Herr Arendt, also der Mann des Unfallopfers, der hat Michael immer wieder Vorhaltungen gemacht. Er sei schuld, dass das Leben seiner Frau zerstört ist. Der kam sogar mal hier in die Firma. Ah ja? Ja. Er hat rumgebrüllt und Michael angeschrien. Als er wiederkam, wollte Frau Udet ihn gar nicht vorlassen. Da wurde der richtig rabiat. Hat Herr Arendt einen Vornamen? Ich glaube, Gerd. Und hat er sich noch mal gemeldet? Also hier in der Firma nicht. Nachdem Arendt den Prozess verloren hat, hat er Gott und die Welt beschimpft. Den Richter, den Staat und sogar seinen eigenen Anwalt. Und wenn seine Wut bis heute nicht verraucht ist? Ach, Heiko Remscheids Aussage war für den Prozess entscheidend. Aha, der liebe Schwager. Das muss ja nichts bedeuten. In der Baufirma ist Arendt nicht mehr aufgetaucht, sagt Eckert. Das heißt nicht, dass er Kransko in Ruhe gelassen hat. Vielleicht weiß seine Frau was. Komm. Du musst trinken. Ja. Gut. Was ist los? Was hast du denn? Hast du irgendwas damit zu tun? Was denkst du denn von mir? Christina! Guten Abend. Guten Abend. Wir haben noch ein paar Fragen. Ja, natürlich. Herr Eckhardt ist gerade im Aufbruch. Er hat mir einen ersten Einblick in die Firmensituation gegeben. Wenn gewünscht, dann stehe ich Ihnen auch gern zur Verfügung. Ja, danke, danke. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und vielen Dank, dass Sie mir Ihre Zeit geopfert haben. Ich bitte Sie, ist doch selbstverständlich. Wiedersehen. Wiedersehen. Sagt Ihnen der Name Gerd Arendt etwas? Ja, das ist der Mann, der Michael nach dem Unfall alle Schwierigkeiten bereitet hat. Mhm. Hat ihn belästigt, ihm aufgelauert und dann diese Briefe. Was für Briefe? Ganz widerliche Gemeinheiten. Michael ist es sehr nahe gegangen, dass diese junge Frau so schwer verletzt war, dass sie in den Rollstuhl musste. Auch wenn es nicht seine Schuld war. Entschuldigen Sie. Wissen Sie, meine Eltern sind früh gestorben und ich hatte lange Zeit nur meinen kleinen Bruder, für den ich verantwortlich war. Dann habe ich Micha getroffen und bei ihm hatte ich zum ersten Mal ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Haben Sie diese Briefe noch? Vielleicht sind sie bei den Unterlagen Ihres Mannes. Sie meinen, ich soll nachsehen. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Diese Briefe wären sehr wichtig für uns.
Ich werde sie suchen. Frau Kranzko, nach der Trauung wollten Sie und Ihr Mann ins Parkrestaurant zum Essen. Könnte es sein, dass Herr Arendt davon gewusst hat? Nein. Aber dass wir am Dienstag heiraten, das hat er gewusst. Und woher? Ich habe es ihm selber gesagt. Mhm. Er hat wieder angerufen, weil er sich mit Micha treffen wollte. Da bin ich wütend geworden und habe ihn angeschrien, dass er uns endlich in Ruhe lassen soll und dass Micha sowieso keine Zeit hat, weil wir am Dienstag heiraten. Arendt hätte mühelos herausfinden können, wann und wo die Granskos heiraten. Das ja, aber dass sie danach ins Parkrestaurant gehen? Guten Abend, Frau Weigand, ne? War wohl nichts mit dem Schlafen. Geduscht habe ich. Ich habe uns was zum Naschen mitgebracht. Und eine gute Nacht. Wir haben den Mantel gefunden, den der Täter getragen hat. Aha. Die Schmauchspuren am Mantel stammen aus dieser Pistole. Und das ist die Tatwaffe, die die ballistische Untersuchung ergeben hat. Registriernummer, Fingerabdruck? Beides Fehlanzeige. XXL, Dicker. Unsere Größe. Die Dinger da können Sie wieder mitnehmen. Warum? Weil wir fasten, Frau Weigand. Ach du lieber Gott. Ja. Ja. Naja, wenn es so ist. So, dann müssten wir, glaube ich, hier an der nächsten Ampel rechts fahren. So, und da. Was ist das hier? Hast du gesagt, an der nächsten Ampel rechts? Ja, an der nächsten, nicht an dieser. Hätte ich diese gemeint, hätte ich dieser gesagt. Du hast gesagt, an der nächsten Kreuzung abbiegen, also biege ich ab. Zurück, komm. Was ist denn mit dir? Geht's dir nicht gut? Und dir? Ich fühle mich blendend. Das ist die Fasten-Euphorie. Kommissar Schneider. Was ist denn hier los? Alles klar, Schatz? Ja. Sind Sie Gerd Arendt? Ja. Gibt's wieder Ärger mit dem Mieter im Dritten? Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss hier noch einen Schwimmer besorgen. Sind Sie der Hausmeister? Ja. Wir sind von der Kriminalpolizei und möchten zu Ihnen. Dürfen wir reinkommen? Ja, bitte. Michael Gransko, sagt Ihnen der Name was? Ob der mir was sagt? Der Mann hat meine Frau auf dem Gewissen. Der hat unser Leben zerstört, alles. Er wurde Dienstag ermordet. Das haben wir im Radio gehört, ja. Herr Arendt, wo waren Sie am Dienstag zwischen 12 und 12.30 Uhr? Ja, wieso denn? Ist das die Zeit, in der Herr Gransko... Ich hab damit nichts zu tun, gar nichts. Gerd, du... Jetzt, wo der Typ tot ist, lässt uns immer noch nicht in Ruhe. Würden Sie bitte meine Frage beantworten? Gestern. Mal nochmal? Zum Mittag, Gerd. Da warst du doch an Muttis Grab. Ja, richtig, da war ich auf dem Friedhof. Die Rosen sind in diesem Jahr stark zurückgefroren. Da wollte Gerd sie schneiden, gleich Nachmittag. Mhm. Auf dem Friedhof? Hat sie denn jemand gesehen? Der Wärter oder andere Besucher? Irgendjemand wird mich schon gesehen haben. Ja, vielleicht hat mich auch niemand gesehen, aber ich war's nicht. Ich sage nur eins, Kranzko hat nur seine gerechte Strafe gekriegt. Sie glauben immer noch, dass er an dem Unfall schuld ist, bei dem Ihre Frau so schwer verletzt wurde. Was denn sonst? Obwohl die Gerichte ihn in erster und zweiter Instanz von jeder Schuld freigesprochen haben. Das war doch ein abgekartetes Spiel. Ohne die Aussage von dem sauberen Herrn Remscheid wäre Kranzko nie freigesprochen worden. Dabei wussten alle ganz genau, dass Remscheid der Bruder von Kranzkos Freundin war. Wenn das so wäre, wie Sie sagen, dann hätte sich ja Herr Remscheid eines Meineides schuldig gemacht. So ist es. Sonst noch was? Rosen beschneiden auf dem Friedhof. Das werde ich mal überprüfen. Morgen. War das meiner oder deiner? Deiner. Trinken. Man muss ja viel trinken. Und du? Nee, danke. Mein Magen hat ja nicht geknarrt. Also ich fahre jetzt zu Remscheid. Was machst du? Wenn wir davon ausgehen, dass Gransko seinen Mörder kannte, müssen wir sein direktes Umfeld ein bisschen unter die Lupe nehmen. Also willst du zu Kranzko bauen? Ja. Carla, ich muss dann los. Vor drei bin ich bestimmt nicht zurück. Möchtest du? Der ist ganz frisch gebrüht.
Danke. Du hast ein neues Kleid? Steht dir gut? Danke. Das passt gut zu deinen Augen. Hast du deinen Boot schon aufs Wasser gelassen? Am Wochenende soll vielleicht nicht ganz so schlechtes Wetter sein. Ja, mal wieder aufs Wasser, das hätte was. Aber seit Micha tot ist, habe ich keine freie Minute mehr. Siehst ja, was hier los ist. Tschüss dann. Ich suche Heiko Remscheid. Haben Sie ein Boot hier? Nee. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ist ja ein schöner Fleck hier. Heiko ist nicht da. Wo ist er denn? Arbeitet nicht mehr hier. Nur noch gelegentlich. Ist jetzt meist auf seinem eigenen Acker. Acker? Hat sich selbstständig gemacht. Hat jetzt eine Imbissbude. Da gegenüber. Na, wie komme ich denn da hin? Sie müssen da lang gehen. Gut. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke, Herr Remscheid. Herr Remscheid? Oh, hallo, Herr Hauptkommissar. Haben Sie ein paar Minuten Zeit für mich? Ja, na klar. Wollen Sie vielleicht eine Bulette? Die sind gerade frisch. Es können auch zwei sein. Wunderbar. Tag, Frau Udetz. Der Kommissar. Ihr Chef ist gar nicht in seinem Büro? In der Sekunde weg, aber ich kann Ihnen sagen, wo Sie ihn finden. Nee, aber vielleicht können Sie mir auch weiterhelfen. Sagen Sie, seit wann arbeitete denn Herr Eckert für Herrn Gransko? 2002 wurde die Firma gegründet, 3 Jahre später kam es zur Fusion, also seit Anfang 2005. Was denn für eine Fusion? Mit Sven Eckerts Firma. Ach, Herr Eckert hatte auch eine Baufirma. Hier in Dessau? Ja. Dann waren die ja mal Konkurrenten. Oh, so würde ich das nicht nennen. Heutzutage hat eine starke Firma bessere Chancen als zwei, die sich bekriegen. Also haben die beiden sich zusammengetan. Und dann wurde er zweiter Geschäftsführer. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Herrn Eckert? Wie meinen Sie das? Ich bin seine Sekretärin. Aha. Ich versuche mit allen Kollegen gut auszukommen. Ja, nachdem er den Prozess verloren hat, ist der Aaron total durchgeknallt. Er hat mir vom Gericht so eine gescheuert. Ja. Ich wollte ihn dann anzeigen, aber Micha meinte, der Typ hat schon genug durchgemacht. Was haben Sie denn ausgesagt, dass ich ihn so aufbringen konnte? Na, die Wahrheit. So, erzählen Sie mal. Naja, Michael kam mit der Caledonia von einem Trip zurück. Das ist eine Yacht, die steht da hinten. Mhm. An dem Abend hat es tierisch geschüttet, sodass ich nicht mehr mit dem Motorrad fahren konnte. Und Michael hat mir dann angeboten, mich mit dem Auto in die Stadt mitzunehmen. Wir haben dann an einem Stoppschild gehalten und Frau Ahren kam da auf der Hauptstraße angeschossen. Das ist eine ganz tückische Kurve an der Stelle. Und die Straße war super nass. Und sie ist viel zu schnell gefahren und dann ist sie in Schlinger gekommen und von der Straße abgekommen. Mhm. Ja, und später bei der Polizei hat sie dann ausgesagt, sie hätte Micha ausweichen müssen und er hätte ihr die Vorfahrt genommen. Was aber nicht wahr. Mhm. Was hatten Sie denn für ein Verhältnis zu Herrn Gransko? Ein freundschaftliches. Also, war auch ein prima Kerl. Heiko! Die Buletten schon fertig. Na klar, hört er sich brutzeln? Und mich. Herr Remscheid, könnten Sie sich vorstellen, dass Arendt Michael Gransko erschossen hat? Na ja,
Also ich würde es mal so sagen. Der Arendt bildet sich ein, dass Micha daran schuld ist, dass seine Frau jetzt im Rollstuhl sitzt. Der hat ihn gehasst, der hat ihm sogar Drohbriefe geschrieben. Also, das sind jetzt die Fakten und alles weitere Spekulation. Tja. Tja, danke, Herr Remscheid. Klar. Also, Sie haben es wirklich schön hier. Ja, ich meine, der Imbiss soll ja auch eigentlich mal ein richtiges Ausflugsrestaurant werden. Die Gransko hat die Drohbriefe gebracht. Hör mal zu. Nur durch Bestechung haben sie ihren Kopf aus der Schlinge gezogen. Und weiter. Ich werde Sie immer daran erinnern, was Sie getan haben. Glauben Sie nicht, es ist schon alles vorbei. Ich werde nicht eher aufgeben, bis Sie Ihre gerechte Strafe bekommen haben. Ich werde Ihr Leben ruinieren, so wie Sie unser Leben ruiniert haben. Und so weiter und so weiter und so weiter. Er schreibt Drohbriefe und führt das dann auch aus? Das ist doch ungewöhnlich. Was mit seinem Alibi? Ich habe mich bei der Friedhofsgärtnerei erkundigt. Also, das Grab ist unberührt. Da hat keiner Rosen geschnitten. Alibi hat er keins. Aber ein Motiv. Rache. Ich habe eine Gegenüberstellung beantragt. Gegenüberstellung? Der Täter war maskiert. Ja, ich weiß, aber vielleicht erkennt die Gransko ihn am Gang oder an der Statur. Meinen Besuch an der Elbe hätte ich mir sparen können. Remscheid hat nur bestätigt, was wir schon wissen. Ich will mitkommen. Ich fürchte, das geht nicht, Frau Arendt. Ich bin ja gleich wieder da. Hm? Gut, Schatz. Bis später. Herr Arendt, bitte auf die 2. Setzen Sie die Mütze bitte auf. Hauptkommissar Schmücke kann reinkommen. So, Frau Gransko. Sie brauchen keine Angst zu haben. Keiner weiß, dass Sie hier sind. Man kann uns weder sehen noch hören. Ich weiß nicht. Vielleicht. Lassen Sie sich Zeit, Frau Gransko. Ich weiß wirklich nicht. Die Herren sollen sich mal ein bisschen bewegen, ein paar Schritte machen. Wenn ich jetzt auf den Falschen zeige, dann kriegt er Schwierigkeiten, oder? Haben Sie jemanden erkannt? Es ging so schnell. Der Mann war vermummt. Aber wenn... Ja? Dann war es einer von den beiden Dickeren. Ich wollte den Mann mit seiner Schuld konfrontieren, bis er endlich zugibt, dass er meine Frau zum Krüppel gemacht hat. Er ganz allein. Aber als Sie ihn nicht aus der Reserve locken konnten, haben Sie zu härteren Mitteln gegriffen. War es so? Ist doch Blödsinn! Besitzen Sie eine Waffe? Ich würde doch niemanden umbringen. Meine Frau braucht mich. Ich riskiere doch nicht lebenslänglich und lasse sie allein zurück. Ob Sie eine Waffe besitzen? Nein! Sagen Sie uns endlich die Wahrheit. Wo waren Sie am Dienstag zwischen 12 und 12.30 Uhr? Auf dem Friedhof waren Sie jedenfalls nicht. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Warum können Sie das nicht sagen? Sie hätten Christina sehen sollen bei den Wettkämpfen. Die war auf dem Weg nach ganz oben. Ich habe sie überall hin begleitet, ihr die Tasche getragen. Nach dem Lauf habe ich sie massiert. Und heute muss ich ihre Beine massieren, wenn sie von vielen Sitzen Durchblutungsstörungen kriegt. Ich konnte monatelang nicht akzeptieren, dass ihr nicht mehr zu helfen ist. Ich habe den Experten die Türen eingerannt, bis Christina irgendwann genug hatte von ganzen falschen Hoffnungen. Dann hat sie die Röntgenbilder von ihrer Wirbelsäule an die Wand gepinnt und gesagt, das ist meine Zukunft. Und damit finden wir uns jetzt ab. Herr Arendt, wenn Sie uns nicht sagen, wo Sie waren, sieht das nicht gut für Sie aus.
Aber meine Frau darf nichts davon erfahren. Das müssen Sie mir versprechen, ja? Versprochen. Ich war bei Lula. Lula? Geht's etwas genauer? Bei so einem Mädchen. Na, Sie wissen schon. Geben Sie mir die Adresse, wo wir Ihre Lula finden können. Dessau, Kaiserstraße 15. Gut. Wir werden das überprüfen. Solange bleiben Sie hier. Den kenne ich. Der kommt öfter her. Nur zu Lula. Und am Dienstagmittag zwischen 12 und 12.30 Uhr? Normalerweise bekommt niemand Informationen dieser Art von mir. Das wäre tödlich fürs Geschäft. Ich kann mich doch auf Ihre Diskretion verlassen? Selbstverständlich. Dienstag, sagen Sie. Ja. Moment. Guten Tag. Guten Tag. Dienstag, ja, da hatte Lula einen Freier. Die ganze Zeit über? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Und diese Lula, wo können wir die finden? Keine Ahnung, ich habe sie seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Würden Sie so freundlich sein und uns informieren, sobald sie wieder auftaucht? Ja, natürlich. Dankeschön. Was machen wir jetzt mit Aaron? Müssen wir erst mal laufen lassen. Moment mal. Wie weit ist das denn von hier bis zum Tatort? Testen wir es mal aus. So, da ist es passiert. Keine 10 Minuten. Das ist zu schaffen. Ich weiß. Aber Aaron konnte doch gar nicht wissen, dass die beiden nach der Trauung hier lang zum Parkrestaurant wollten. Aber das muss der Täter gewusst haben. Ja. Denn der hat alles vorbereitet. Der vorgetäuschte Raub, der Fluchtweg, das Wegwerfen der Brieftasche. Das passt alles nicht zu Arendt. Der agiert aus dem Bauch. Naja, wenn Arendt Rache wollte, wieso hat er dann Heiko Remscheid nicht bedroht? Arendt geht doch davon aus, dass Remscheid Kranzko vor der Verurteilung gerettet hat. Ich hab einen Kult am Du musst trinken. Ja. Und du? Hast du keinen Hunger? Doch schon, aber ich drück das einfach weg. Mental. Was ist denn mit diesem Rotter? Der ist immer noch nicht vernehmungsfähig. Also nochmal von vorn. Wer konnte wissen, dass die beiden hier lang wollen? Eckert? Herr Eckert ist auf der Baustelle, Webergasse 13. Frau Udet, wusste Herr Eckert, dass die Granskos nach der Trauung ins Parkrestaurant wollten? Ja, das ist möglich, aber Herr Eckert war zu dem Zeitpunkt, als es passierte, gar nicht in Dessau. Ja, ich weiß, er war in Leopoldshafen, das hat er mir auch gesagt, aber war er wirklich da und bei wem? Bei Herrn Remscheid. Heiko Remscheid? Ja, vielleicht ging es mal wieder um Herrn Eckerts Boot oder um den Bau. Was denn für ein Bau? Herr Remscheid hat ein Grundstück von Herrn Kranzko gekauft. Darauf will er bauen. Sein Ausflugsrestaurant. Und Kranzko-Bau soll den Auftrag übernehmen. Ja, so war es geplant, aber es gibt wohl ein Riesenproblem mit dem Grundstück. Was denn für ein Riesenproblem? Bedauer, da müssen Sie Herrn Remscheid schon selber fragen. Eckerts Boot, wird das von Herrn Remscheid betreut, wie die Kaledonie? Ja, aber die Caledonia ist eine große Yacht und Sven, also Herr Eckhardt, hat nur ein kleines Motorboot. Sind Sie da schon mal mitgefahren? Ja, ein paar Mal hat er mich mitgenommen. Eckhardt, immerhin hat Kranzko seine Firma geschluckt. Wir müssen prüfen, ob Eckhardt wirklich zur Tatzeit bei Remscheid war. Ja. Wenn er da war, dann hat er ein wasserdichtes Alibi. Remscheid wird er dem Mörder seines Schwagers keine Schützenhilfe leisten. Tja, die Firma erbt Kranzkos Frau. Hat gerade auch nichts von. Ich überlege die ganze Zeit, was ist mit diesem Remscheid? Du hast ja sein Grundstück nicht gesehen. Wieso? Ein Riesending, das er da von Kranzko gekauft hat. Ja. Aber wovon? Der Mann arbeitet als Handlanger im Yachthafen, betreibt so einen kleinen Imbiss.
Und das Ding ist über den Daumen mindestens 150.000 wert. Tja, wovon hat er das bezahlt? Wenn wir annehmen, dass Arendt recht hat und Remscheid einen Meineid geleistet hat, dann hat sich Kransko dafür bedankt, indem er ihm das Grundstück belehrt gelassen hat. Aber was hat das mit unserem Mord zu tun? Remscheid hatte eigentlich gar keinen Grund, Kransko zu erschießen. Für die Udit sagte doch was von einem Riesenproblem mit dem Grundstück. Vielleicht ist da was dran. Wir fahren morgen früh gleich mal ins Liegenschaftsamt. Dass ich auf dem Friedhof war. Die Sache ist erledigt. Was ist denn? Sich beim Liegenschaftsamt zu erkundigen, war gar nicht so schlecht. Na ja? Wenn man bedenkt, dass du seit 4 Tagen nichts gegessen hast. Wir, Herbert, wir haben seit 4 Tagen nichts gegessen. Kann man stolz drauf sein. Ja. Ab morgen beginnen die Aufbautage. Was? Ja, dann dürfen wir wieder was essen. Das höre ich aber gern. Jetzt bin ich aber überrascht. Ja. Sie haben hier so ein schönes Plätzchen, das wollte ich unbedingt meinen Kollegen mal zeigen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie das mal hier aussehen wird, wenn die Ausflugsdampfer hier anlegen, vor ihrem schönen Restaurant. Könnte eine Goldgrube werden. Ja, könnte. Wenn sie Herr Ganske nicht so mordsmäßig beschissen hätte, was? Wie kommen Sie denn darauf? Der Boden hier ist hochgradig kontaminiert. Um bauen zu können, müssen Sie 1-2 Meter Erde abtragen. Das kostet Sie mehr als das Dreifache von dem, was Sie für das Grundstück bezahlt haben. Ja, das weiß ich doch. Ach. Haben Sie das schon gewusst, bevor Sie den Kaufvertrag unterschrieben haben? Mann, na klar. Micha hat mir doch davon erzählt, sonst wäre der Preis doch gar nicht so günstig gewesen. Was soll denn das alles? Worauf wollen Sie denn überhaupt hinaus? Herr Remscheid, warum waren Sie eigentlich nicht bei der Trauung Ihrer Schwester? Weil die beiden zu zweit feiern wollten. Auf die Party am Abend wäre ich doch gegangen. War Herr Eckert an dem Vormittag hier? Ja, ist richtig. Wegen des Baus, es ging um Terminabsprachen. Wie lange war er denn hier? Also von kurz vor 12 bis so um 1. Wieso wissen Sie das so genau? Weil wir auf die Hochzeit angestoßen haben. Und Sie waren die ganze Zeit zusammen? Ja. Ja, danke. Das war's schon. Wir werden uns bestimmt noch mal sehen, Herr Remscheid. Was ist jetzt los? Bin gleich wieder da. Herbert! Ein hochinteressantes Gespräch. Der junge Mann arbeitet hier im Hafen. Er und Remscheid waren früher Arbeitskollegen. Er hat gesagt, Eckert und Remscheid hat er so gegen 12 Uhr am Ufer herumspazieren sehen. Kurz darauf sind sie da im Imbisswagen verschwunden. Gesehen hat er sie erst wieder so gegen 13 Uhr. Aha. Also von seinem Grundstück hier bis zum Tatort sind es 3-4 Kilometer. Die Zeit hätte ausgereicht, in den Park zu fahren, Kransko zu erschießen und gegen 13 Uhr wieder hier in Leopoldshafen zu sein. Tja, ein Motiv hätten sie beide. Also Eckert wegen der Firma und er hier wegen dem Grundstück. Bin gespannt, was uns Eckert dazu sagen wird. Na dann was, auf zu ihm.
Ach übrigens, Rauchen ist verboten beim Fasten. Ach ja? Ja. Dann zur Tatzeit in Leopoldshafen waren. Um 12 sind Sie angekommen und gegen 1 wieder abgefangen. Exakt. Was haben Sie denn da gemacht? Na, Sekt getrunken. Ja, mit Herrn Remscheid. Das hat er uns auch erzählt. Ja, das stimmte ja auch. Was soll ich denn Ihrer Meinung nach sonst gemacht haben? Die Zeit zwischen 12 und 1 reicht aus, um von Leopoldshafen in den Stadtpark zu fahren. Dort dem Brautpaar aufzulauern. Hören Sie, warum sollte ich Micha umbringen? Dafür gibt es nicht den geringsten Grund. Und wenn, entschuldigen Sie, Ihre Theorie stimmt, dann hätte Heiko mir ein Alibi gegeben für die Zeit, in der ich seinen Schwager umbringe. Das ist doch wohl wirklich ein bisschen fett. Herr Gransko hat Ihre Firma geschluckt, Herr Eckert. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass es dabei so kuschelig zugegangen ist, wie Ihre Sekretärin versucht hat, mir weiszumachen. Hören Sie, in der Firma käme kein Mensch auf die Idee, dass ich mit dem Mord an Micha was zu tun haben könnte. Schon gar nicht Frau Udeth. Frau Udeth und Sie sind mehr als Arbeitskollegen. Da kann sie mir nichts erzählen. Und sie würde nichts aussagen, was sie irgendwie belasten würde. Frau Udeth hat Ihnen nur gesagt, wie es wirklich gewesen ist. Wir werden herausfinden, wie es wirklich gewesen ist. Ja, ich bitte darum. Das ist Ihr Job. Ich möchte auch wissen, wer Michael getötet hat. Im Übrigen, um der Wahrheit die Ehre zu geben. Frau Udeth und ich, wir sind Arbeitskollegen. Mehr nicht. Die gute Carla, die hätte gern mehr. Aber unter uns, die ist wirklich nicht mein Typ. Gleich durch. Das bildest du dir alles nur ein. Ich bild mir überhaupt nichts ein, ja? Die haben mir das doch auf den Kopf zugesagt. Was denn? Dass ich in dem Prozess zugunsten von Micha ausgesagt habe und dass er mich mit dem Grundstück beschissen hat. Jetzt mal langsam. Sag mal, kapierst du das überhaupt? Die unterstellen mir, dass ich deinen Mann umgebracht habe. Heiko, komm mal her. Komm. Heiko. Dich. Du musst dich beruhigen. Ich bin immer für dich da, das weißt du. Ich hau ab. Die lassen dich locker. Damit machst du dich doch nur verdächtig. Ich gehe auf die Caledonia. Es ist Zeit für den großen Trip. Heiko, bleib hier. Lass mich los. Heiko! Moin. Moin.
Um Gottes Willen! Herbert! Was soll denn das? Du willst sie nicht umbringen. Ich denke, wir können heute wieder essen. Am ersten Aufbautag nicht mehr als zwei Äpfel. Das steht alles in deinem Buch. Da wird ausdrücklich davor gewarnt, am ersten Tag wieder richtig zu essen. Sag mal, ist der schon übel? Nee, das ist nicht übel und mir geht's gut. Herbert, das Schlimmste, was du kriegen kannst, ist ein Darmverschluss. Herbert, ich bin ein Verräter. Ich hab's nicht einen Tag durchgehalten. Wie? Du hast die ganze Zeit gegessen. Bist du jetzt sauer? Enttäuscht, Herbert, enttäuscht. Aber ich habe immerhin 2,5 Kilo abgenommen. Und wo? Das sieht man nicht auf den ersten Blick. Ich habe noch mal über Eckart nachgedacht. Ich glaube nicht, dass der Kranzko umgebracht hat, weil er seine Firma geschluckt hat. Er hat nichts davon gehabt. Die Firma erbt die Witwe. Da steckt was anderes dahinter. Ganz sauber ist der Kumpel nicht. Ein Reimscheid aber auch nicht. Ja? Ach du meine Güte, ja. Ja, wir sind schon unterwegs. Wir müssen noch mal nach Dessau an die Elbe. Schade drum. Mit diesem Anker unter Wasser zu halten. Aber der Strick, der benutzt wurde, ist zu lang gewesen. Die Leiche ist an die Oberfläche getrieben und hat sich am Ufer verfangen. Ja. Wir haben ihn heute Morgen um 7 Uhr entdeckt. Ja, danke schön. Wir hätten den Aran nicht laufen lassen sollen. Ja. Sonst noch was? Wir suchen jetzt das Ufer auf mehrere Kilometer ab. Gut. Wenn Sie was finden, informieren Sie uns, ja? Selbstverständlich. Was wollen Sie noch von ihm? Er hat gesagt, der Verdacht gegen ihn wurde fallen gelassen. Wo war Ihr Mann heute Nacht? Hier, bei mir. Und? Kanada. Bei ihm? Nicht. Ich gebe mir keinen Namen. Ja. Sie bleiben hier, ja? Okay. Oberwachtmeister Müller hier. Wir haben hier ein treibendes Boot. Es handelt sich um ein Kajütboot. Name Caledonia. Ohne Besatzung, ja. Bitte mal eine Halteabfrage und eine Fahndungsüberprüfung, ja. Danke. Wir haben keine gute Nachricht für Sie. Ihr Bruder ist heute Nacht ums Leben gekommen. Nicht Heiko. Nein. Nicht Heiko. Nein. Wollen Sie sich setzen? Nein, nicht Heiko. Was ist denn passiert? Die Wasserschutzpolizei hat seinen Leichnam aus der Elbe gezogen. Aber Heiko war ein super Schwimmer. Die genaue Todesursache ist noch nicht geklärt. Wir müssen erst die Obduktion abwarten.
Wissen Sie, wo Ihr Bruder vergangene Nacht gewesen ist? Bis um 10 war er bei mir. Und dann? Er wollte auf das Schiff, auf die Kaledonien. Gab es dafür einen Grund? Er wollte weg, er hatte Angst. Sie haben ihn mit ihren Fragen und Verdächtigungen ganz verrückt gemacht. Aber er hatte doch gar nichts getan. Ich habe ihm gesagt, dass er hier bleiben soll, wenn er nur auf mich gehört hätte. Heiko Remscheid war schon tot, als er in den Fluss geworfen wurde. Schau mal. Hier hat er was erwischt. Ja. Vermutlich ein alter Bootshaken. Er ist verblutet. Der Tod ist um Mitternacht eingetreten. Danke. Rotte ist aus dem Koma erwacht. Na endlich. Unser Hauptzeuge. Ach, die Wasserschutzpolizei hat gemeldet, die Kaledonia ist an einer Kaimauer gestrandet. 3 Kilometer elbabwärts. Na los. Tschüss und danke schön. Tschüss. Sag mal, bist du dicker geworden? Wer? Na du. Wie kommst du denn darauf? Ich habe abgenommen. Naja, es kann sein, dass du ein bisschen aufgeschwemmt wirkst. Was? Vielleicht trinkst du zu viel. Die Fahne nach Arendt läuft auf Hochtouren, aber noch keine Spur. Du ins Krankenhaus, ich zur Elbe? Ja. Was ist denn hier los? Sie sind vorläufig festgenommen, Arendt. Was? Ja, wieso denn? Ich muss mit meiner Frau sprechen. Okay. Die Tür bleibt offen. Schatz, ich habe wirklich keine Ahnung, was Sie jetzt von mir wollen. Du warst heute Nacht. Wo soll ich denn gewesen sein? Im Bett? Endlich auf zu lügen. Wenn du es für mich getan hast, du hattest kein Recht zu töten. Ich bin doch kein Mörder. Ich glaub dir kein Wort. Okay. Ich sag der Polizei, wo ich heute Nacht war. Dafür habe ich Zeugen. Wo bist du gewesen? Christina, ich liebe dich und ich werde nie eine andere lieben, das weißt du. Es ist nur, es ist alles nicht so einfach für mich. Verstehst du? Ich war mal so ein Mädchen. Arendt, kommen Sie jetzt. Wo die Jungs von der Kripo bleiben. Trotzdem, keine Aufregung. Er ist noch ziemlich instabil. Ja. Danke. Und höchstens 5 Minuten. Gut. Ja, es war ein dunkler Mantel. Der Mann war nicht besonders groß und ziemlich kräftig. Bis auf die Beine. Also für mich war das ein typischer Biertrinker. Ein was? Ein Biertrinker. Dicker Bauch und dürre Haxen. Es war also ein dicker Mann. Naja, also nicht ganz so dick wie Sie. Mhm. Also, der Kerl ist auf die beiden zugelaufen und hat geschossen. Moment mal, bevor der Mann geschossen hat, hat er da nicht etwas gesagt? Nein. Er ist hingelaufen und hat gleich geschossen. Der andere Mann ist zusammengebrochen. Das haben Sie genau beobachtet? 100%ig. Die Frau fing an zu schreien, hat sich gebückt und dem Vermummten etwas hingeworfen. Die Frau hat dem Täter etwas hingeworfen? Genau. Könnte das eine Brieftasche gewesen sein?
So genau habe ich das nicht gesehen. In dem Moment fiel ja schon der zweite Schuss. Und dann fängt das mit meinem Herzen an. Na, Frau Weigand, was können Sie mir denn sagen? Am Steuerrad wurden Fingerabdrücke entfernt. Wahrscheinlich hat jemand das Schiff hier absichtlich an die Mauer manövriert und ist dann an Land gegangen. Und haben Sie da schon was gefunden? Nee, aber hat ja auch fast die ganze Nacht geregnet. Und hier? Hier haben wir Blutspuren gefunden. Einmal hinten in der Plicht und einmal in der Kajüte. Schmücke? Ah ja, gut. Lassen Sie sie nicht gehen. Ich bin sofort bei Ihnen. Ist Fräulein Luna ist aufgetaucht. Oh, viel Vergnügen, Herr Hauptkommissar. Bitte. Danke. Frau Kransko, der Rentner Herr Rotte, der im Stadtpark auf einer Bank gesessen hat und der die Tat aus unmittelbarer Nähe beobachten konnte, hat heute ausgesagt. Dann werden Sie jetzt den Mörder finden. Er behauptet, der Täter sei auf Sie und Ihren Mann zugelaufen und hat sofort geschossen. Nein, der hat was gesagt. Ich habe verstanden, Geld her. Rotte sagt, Sie haben dem Mörder etwas zugeworfen. Sie dagegen haben gesagt, der Täter hätte sich die Brieftasche Ihres Mannes selbst genommen. Herr Kommissar, ich war mir sicher, dass dieser Mann unser Geld will. Was soll er denn sonst gewollt haben? Verstehen Sie, ich kann mich nicht mehr an die Einzelheiten erinnern, wie es gewesen ist. Und ich will es auch nicht mehr. Jetzt auch noch Heiko. Ich habe alles verloren. Alles. Wissen Sie denn schon, was passiert ist? Durch Fremdeinwirkung, so viel steht fest. Jemand hat ihn umgebracht. Aber warum? Noch eine Frage, Frau Kransko. Haben Sie irgendjemand erzählt, dass Heiko nachts auf die Kaledonia wollte? Nein. Dieser Mann war letzte Nacht wieder hier. Er wollte zu Lula, aber sie war nicht da. Also hat er gewartet. Und wie lange? Es war 23.30 Uhr, als er gekommen ist und nach 1, als er wieder weg ist. Hm. Ja, er hat Lula nur um ein paar Minuten verpasst. Tja. Guten Tag. Den Schlüssel auf die Theke, bitte. Guten Tag. Sie hat Angst. Aber ich habe ihr gesagt, dass sie unbedingt mit Ihnen reden muss. Das ist richtig, ja. Lula? Dienstag. Ja. Aha. Und die Uhrzeit? Um Mittag herum. Gegen 12 Uhr, ich denke, war der erste Kunde an diesem Tag. Wie lange ist er denn geblieben? So eine Stunde. Eine Stunde, wirklich? Ja. Weil wir reden auch. Er ist ein netter Mann. Er hat gewissen schlechtes... Gewissensbisse? Ja, wegen seiner Frau, weil sie krank ist. Ja, meine Kollegin kommt gleich. Nehmen Sie ihm die Handschellen ab. Tja, und ich denke, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Jetzt gehen? Selbstverständlich. Ich musste es meiner Frau erzählen. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Eckert liegt nicht das Geringste vor. Kein Eintrag bei der Schufa, der zahlt brav seine Steuern, nicht mal die kleinste Ordnungswidrigkeit. Er wohnt in Dessau in einem Reihenhaus, Mandelstraße 15. Na ja, und weiter? Bis vor einem halben Jahr hat Andrea Kransko bei ihm gewohnt. 3 Jahre lang. Ach nee. Dann
hat der Kranzke ihm auch noch die Freundin ausgespannt. Und das hat er nicht verkraftet. Ja, aber bleibt nur die Frage, wenn Eckart Kranzke erschossen hat, wieso gibt Remscheid ihm ein Alibi? Das ist schließlich der Bruder von Andrea. Remscheid wurde von Kranzke auch beschissen. Denkt doch mal an das Grundstück. Das Labor hat angerufen, Sie haben sehr schnell gearbeitet. Halten Sie sich fest. Die Blutspuren auf der Caledonia stammen von zwei verschiedenen Personen. Eine davon kennen wir, Heiko Remscheid. Warte mal. Eckart kann es nicht gewesen sein. Was? Kranzkos Mörder war nach Aussagen der Zeugen dick und das hat Rotte heute ausdrücklich bestätigt. Ja, ja. Aber du, natürlich, man kann sich auch künstlich dick machen. Vor lauter Abnehmerei und Fastengequatsche haben wir das völlig außer Acht gelassen. Das würde auch die West erklären, von der Senft gesprochen hat. Die hat er unter dem Mantel gesprochen. So ist es. Der Biertrinker. Was? Der Rotte hat gesagt, er sah aus wie ein Biertrinker. Dicker Bauch und dünne Beine. Na bitte. Herr Eckart, Sie hatten eine Beziehung zu Andrea Kranzke, bevor sie ihren Mann geheiratet hat. Stimmt das? Beziehung? Nun, so würde ich das nicht sagen. Richtig. Wenn man 3 Jahre zusammen wohnt, würde ich das eher eine eheähnliche Gemeinschaft nennen. Carla, kannst du bitte das tun, worum ich dich gebeten habe? Moment. Was soll sie tun? Stiefel und Helm für die Baustelle einpacken. Es fängt gleich an zu schütten. Was haben Sie denn da an der Schläfe? Ich hab mich gestoßen in meiner Garage. In der Garage? Herr Eckart, wo waren Sie in der vergangenen Nacht zwischen 23 und 1 Uhr? Zu Hause, in meinem Bett. Sie waren nicht zufällig auf der Caledonia? Nein. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie von mir wollen. Wir haben Blutspuren auf der Caledonia gefunden. Die von Heiko Remscheid und wahrscheinlich die seines Mörders. Der haut mit seinem Wagen ab. Sofort eine Fahndung nach Sven Eckart. Und ein Wagen zum Haus von Kranzke. Nein, kein Zugriff. Nur observieren. Danke. Und wenn Eckart nicht zu Andrea Kranzke fährt? Der fährt dahin, glaub mir. Es gibt ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder war es Eckart alleine oder er zusammen mit dieser Andrea. Und Remscheid? Remscheid steckt mit denen unter einer Decke. Und wer hat ihn umgebracht? Ja, auch Eckart. Bist du verrückt geworden, hierher zu kommen? Wir müssen hier weg. Wir? Du hast meinen Bruder umgebracht. Also ich habe das doch nicht gewollt. Es war ein Unfall. Ich wollte in einem Auslaufen hin. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Du solltest Heiko doch nur zur Vernunft bringen. Aber wir gehören doch zusammen, du und ich. Verschwinde. Polizei! Ich weiß überhaupt nicht, was Sie von mir wollen. Er hat meinen Mann umgebracht und meinen Bruder auch. Ach, glauben Sie ja kein Wort. Ich weiß nicht. Ich werde Ihnen mal erzählen, wie wir das sehen. Kranzke hat Ihre Firma geschluckt und Sie zu seinem Angestellten gemacht. Und da kam Ihre Freundin Andrea auf eine Idee. Sie hatte nämlich bemerkt, dass Ihre weiblichen Reize eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf Kranzke ausübten. Und so entstand Ihr gemeinsamer Plan. Sie baggerten Kranzke an und der war eitel genug, darauf reinzufallen. Und am Tage der Hochzeit wurde er aus dem Weg geräumt. Sie haben wirklich eine blühende Fantasie. Jetzt hätten Sie Ihren Mann beerbt. Die Firma sein ganzes Vermögen. Und Sie beide hätten ein schönes Leben gehabt. Daraus wird aber nichts. Der Täter war mit einem dunklen Mantel bekleidet. Und wir können nachweisen, dass Sie, Herr Eckart, diesen Mantel getragen haben. Ihr sogenanntes Alibi hat Ihnen Heiko Remscheid verschafft.
Ja, der bekam aber Angst und wurde dadurch zur Gefahr für sie. Und deshalb haben sie ihn auf der Kaledonia erschlagen und sich dabei im Kopf verletzt. So, Herr Eckert, wir werden Sie jetzt mit aufs Präsidium nehmen und dort wird Ihnen Blut abgenommen werden. Das Ergebnis der Analyse haben wir in einer Stunde. Ich wollte nicht umbringen. Das müssen Sie mir glauben. Danke. Hervorragende Arbeit. Na, da kommen wir doch zu Ihnen. Und zu der Sache mit der Brieftasche. Es sollte ein Raubüberfall vorgetäuscht werden, damit Sie, Herr Eckert, nicht unter Verdacht geraten konnten. Aber Sie haben vergessen, ihm die Brieftasche abzunehmen. Und da haben Sie sie ihm zugeworfen. Und dafür haben wir einen Zeugen. Das reicht aber nicht. Damit kommen Sie nicht durch. Na, das werden wir mal sehen. Abführen. Hallo. Einmal Pommes Schranke, bitte. Was ist das? Ein Rot-Weiß. Wie? Mayonnaise und Ketchup. Danke. Oh Gott. Und du? Isst du immer noch nicht richtig? Doch. Hier. Hm.